Herzlich willkommen bei Structa Media, Ihrem Infoservice für die moderne Arztpraxis. Mein Name ist Sandra Heger und ich freue mich, Ihnen heute ein interessantes Thema im Video vorstellen zu dürfen. Ihre Aufmerksamkeit möchte ich dieses Mal besonders auf den Blickwinkel des Patienten richten. Denn wenn Sie den Datenschutz im Sinne des Patienten umsetzen, wird es dazu führen, dass der Patient sich sehr wohlfühlt in Ihrer Praxis und Wohlbefinden wird immer zu einem größeren Vertrauen in Ihr Praxisteam führen. Deshalb möchte ich Ihnen nun 5 Tipps rund um Ihre Patientenannahme vorstellen. Diese Maßnahmen sind für Sie einfach umzusetzen, aber sehr effektiv für Ihren Datenschutz. Achten Sie darauf, dass der Patient sich beim Eintritt in Ihre Praxis direkt willkommen fühlt. Dies erreichen Sie am einfachsten, indem eine Mitarbeiterin an der Rezeption ihn direkt persönlich begrüßt. Steigern Sie den Komfort Ihrer Patienten durch eine Diskretionszone vor dem Anmeldebereich. Mit Hilfe von Markierungen auf dem Fußboden oder entsprechenden Hinweisschildern können Sie diese einfach einrichten. Hören Sie gut? Viele Ihrer Patienten sicherlich auch. Deswegen empfehle ich, Datenerhebung immer in schriftlicher Form vorzunehmen. Dazu eignen sich besonders Anamnesebögen für Ihren Fachbereich. Damit schützen Sie den Patienten und Sie sparen Ihre Zeit. Können Sie Ihren Wartebereich durch eine Türe schließen? Dann nutzen Sie diesen Vorteil. Denken Sie an die Datenschutzrichtlinien und die Privatsphäre Ihrer Patienten an der Rezeption. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Chance, über die gesetzliche Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses informiert zu sein. Ich empfehle Ihnen dazu eine schriftliche Verpflichtungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Damit sind Sie rundherum abgesichert für sich und Ihre Patienten. Das waren unsere Tipps. Für weitere Infovideos laden wir Sie ein, uns auf YouTube zu verfolgen oder auf unseren Sozialkanälen zu besuchen. Informationen finden Sie dazu hier in unserer Beschreibung. Bleiben Sie durch und durch bewegt. Bis zum nächsten Mal.